Moin Leute, herzlich willkommen zur neunten Folge von Sims 4. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag wird gekocht und das hat ziemlich tragische Folgen und es wird gekämpft. Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, lasst eine Bewertung da, los geht's. So Manuel, jetzt werden wir mal gucken, was du mit dem Vampir so alles machen kannst. Vampirkampf! Hupfen wir durch die Wand? Oh Gott! Draußen in Kampf? Nach draußen? Ja, ich brenn doch! Oh, jetzt geht's ab. Nein, mir geht's gar nicht gut. Ihr habt euch beide verwandelt. Der Bauarbeiter-Manual. Boah! Hä? Alter! Was zur Hölle? Oh Gott, Manuel, du schaffst das. Ich glaub an dich. Nein, er ist Meister. Ja, du bist Manuel. König der sieben Meere. Wir kämpfen. Oh. Oh nein. Ich glaub, du hast verloren. Ja, ich hab verloren. Aber es war ein guter Kampf. Heb mich wieder auf. Okay, es war ein... Darf ich rein? Weil sonst... Ja, ich glaube, ich fackel. Aber das war richtig cool. Dir geht's doch, ich habe tausende Minus-Dinger bekommen. Nein, dir geht's doch hier super gut. Guck mal, und jetzt schreibst du direkt. Da stand gerade Minus, Minus. Du willst direkt programmieren üben, das ist aber falsch. Du willst nicht programmieren, du willst ich will Comedy. Witze lernen. Comedy, Witze schreiben. Okay, hallo. Sir. Oder du könntest meine Follower unterhalten. Oh ja, mache ich gerne. Ich bin ja noch bei der Arbeit. Nur mal ein paar Abonnenten, tu mal so, als wär's ich. Okay. Oder ein Placement, nice. Okay. Aber da musst du mir die Follower auch wieder zurückholen. Ja, mach ich. Kann ja direkt danach. Genau. Mach ich direkt hier wieder. Witze teilen? Bild teilen? Ich habe doch ein Bild gemacht vorhin. Ein tolles. Okay. Aber warum sehe ich so aus? Warum? Ja, du hast, dich nicht wieder zurückverwandelt. Normalerweise verwandelst du dich immer wieder zurück. Klick mich mal an, vielleicht geht das da. Dunkle Form verstecken. Nee, du magst deine dunkle Form. Meditation. Lass mich mal bitte meditieren. Ja, kannst du danach machen. Oh. Wie lange bin ich noch auf der Arbeit? Ja, wahrscheinlich so 10 Stunden. Aslak Pedisel. Bei der Arbeit bis 19 Uhr. Oder 3 Stunden. Ja, zwei. Das geht. Easy. Was mache ich denn da gerade? Du schreibst Witze. Irgendwas ist schiefgegangen. Guck mal um rechts. Du wirst nicht bezahlt. Was? Und ich habe Follower verloren. Warum? Aber man darf es nicht überstrapazieren. Alter. Ich darf es nicht überstrapazieren. Vampir Manuel ist traurig und angespannt. Oh. Hä? Alter. Oh, du bist jetzt Vampir-Novize. Evil Manuel. Ho, ich bin wieder da. Manuel L. Jackson ist jetzt ein Vampir-Novize. Kann den Weg bis zum Großmeister der Vampire bestreiten. Der wurde wieder nicht befördert, ne? Kann das sein? Nee, doch. Null? Doch, ich wurde befördert. Ja, da musst du die Sachen oben rechts wegdrücken, dann steht's da. Jawoll! Ah. Befördert zu null im Programmieren. Aslak wurde befördert und ist jetzt null im Programmieren. Er verdient jetzt 9 Simlions mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 47 ergibt. Alter. Du hast $500 bekommen und eine Computerfestplatte. Geil. Meine nächste Schicht beginnt erst am Mittwoch. Oh krass, du hast schon die Beförderungsaufgaben erledigt. Du musst nur noch programmieren als Tagesaufgabe. Oh, geilo. Ja, das kriege ich ja schnell hin. Ich glaube, mir geht's auch relativ gut. Du musst auf Toilette, oder? Ja, ein bisschen Pipi machen. Bisschen was essen. Ich kann ja noch ganz normale Sachen essen. Ja, nicht so wie andere. Eier und Toast. Hier, zack. Kannst du mich da bitte rausholen? Das tut dir nicht gut. Vor allen Dingen, wieso bist du komplett darunter? Ja, weil ich Dunkelheit liebe. Schlafen? Zack. Rein mit dir. Ich wüsste ja auch ganz gerne, was dieser Winterschlaf ist. Oh, Pidizel wieder, der Spitzenkoch. Oh ja. Oh Gott! Nein! Nein! Oh nein! Manuel! Du brennst! Manuel, lösch mich! Ich komm zu dir! Ja! Ich lösch dich! Lösch mich! Lösch mich, bitte! Was machst du denn? Du pustest! Oh Gott! Nein! Die Küche brennt! Ich bekomm einfach Panik! Manuel, du musst mich löschen! Ah, drück die Panik aus! Drück die Panik unten links aus! Ja, ja. Genau! Löschen! Ja! Komm schon! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ich bin wieder so ein einziger Scheißhaufen! Oh nein! Es brennt immer noch! Es brennt immer noch! Oh, oh. Warte, ich mach kurz Pause. Ja, mach das beide. So. Oh, es geht nicht. Nee, ich kann nicht. Diese Interaktion. Ja, die Feuerwehr muss Sicherheit. Kommen. Die Feuerwehr muss Sicherheit. Kommen. Ja, du läufst schon weg. Warte, kurz Pause. Kurz Pause. Hygiene, ich muss unbedingt... Wegen der Panik. Du kannst nichts mehr machen. Ja, weil alles brennt. Also, theoretisch. Hallo? Wir müssen jetzt warten, bis die Feuerwehr kommt. Junge, wie lange brauchen die denn? Unsere Küche fackelt ab. Manuel, alles brennt. Nein. Wir sind draußen, unsere ganze Küche! Drück die Panik weg und versuche es zu löschen. Das geht doch bestimmt, oder? Oder geht das auch nicht? Doch, ja, ja, löschen. Ja, doch, dann schick mich auch hin. Okay. Dann schick mich auch hin. Löschen. Mach die Panik aus und schick mich hin. Ah, jetzt ist schon aus. Okay. Komm schon, Pidizel. Aber wieso kommt denn da nicht die Feuerwehr? Keine Ahnung. Die kommt doch. Das Teil ist weg!
Das Teil ist abgebrannt. Der Melder. Aber es macht doch noch Bip, Bip, Bip. Warte. Macht es? Ich ruf jetzt einfach mal ganz kurz. Nee, die kommt. Sicher? Die schaffen das alleine. Ja, bestimmt. Nee, die kommt nicht. Du gehst schon wieder. Ja, weil ich Angst hab. Ja, dann drück die aus und lösch es. Nee, ich muss... Ja, wir haben es fast geschafft. Oh Gott, unsere PCs. Oh. Nee, du machst unsere das da PCs vorne. PCs werden brennen. Löschen. Das ja, ist echt, alles gut. Echt so eine Pussy. Alles gut. Oh, Gott sei Dank. Ja, wasch dich erstmal. Ich muss es auf. Das ist nicht normal, ey. Erfrischende Dusche nehmen. Oh, Mann. Das hast du dir jetzt verdient. Haushalt, Versicherung. Wir haben Geld bekommen. Ja, weil die halbe Küche ist auch abgebrannt. Ja, dann ersetz. Zack. Dann mach. Genau. Und wir sind noch wieder pleite. Ja. Und nochmal. Ohne Rauchmelder. Kauf neuen. Level Aufstieg. Guck, wird doch was. Oh ist ja, ist denn der gut? Rauchmelder oder ist der noch da? Ich weiß, ich hab's überhaupt nicht verstanden. Wieso will man Typ? Mir fehlen noch Follower. Ich brauche mehr Follower. Okay, ja, warte. Ich muss trotzdem nochmal duschen. Ich hab, was ist denn mit meinem Körper los? Ja, du hast gerade gebrannt. Ja. Und du bist irgendwie, ach stimmt, du bist irgendwie krank, ne? Ich hab irgendwie die Krätze, hab ich das Gefühl. Aber ich muss unbedingt schlafen. Ja, bring mich zum PC. Hey, stinkt das Essen? Ach nee, ich stink. Nee, du stinkst. Classical Pudizzle, Alter. Du liest. Achso, du wolltest brauchst ein paar mehr Follower, meintest du? Ja. Ich will schon wieder mit dir reden. Mann, geh weg! Witze mit Followern, genau. Pudizzle isst noch ein bisschen. Oh, guck mal hier. Mit seinen dummen Sprüchen. 150 Reicht das? Zugewonnen. Hab ich jetzt 1000? Ja, locker easy. Schön. Und du hast alles abgeschlossen. Bei Pudizzle? Ja, ich muss eigentlich noch programmieren, aber vor dem Programmieren bin ich ja fast abgefangen. Meiner macht nichts mehr. Warte. Lass ihn einfach mal das Buch weiterlesen. Achso, okay. Nochmal lesen. Achso, nee, dann ist es durch. Dann pack's ins Inventar. Okay. Und lass ihn dann einfach Witze schreiben. Das schadet ja nicht. So, weil, ach, ich muss direkt schon wieder schlafen, Mann. Und ich muss gleich wann musst du denn zur Arbeit? Ich muss doch bestimmt auch zur Arbeit. Du arbeitest nicht. 8 Stunden. Na doch. Alter, zum ersten Mal, wie fühlt sich das so an, arbeiten zu gehen? Richtiger YouTuber. Ja, ich werde hier alle 2 Tage befördert, ja? Ja, du verdienst trotzdem Apfel und ein Ei. Ja, nur weil ich 5 Stunden arbeite anstatt 10. Wie viele Stunden? Ja, tatsächlich, du gehst nur 5 Stunden arbeiten. Oh, du bist verspielt. Ui. Ja, ich bin wie eine Spielkatze. Du bist eine alte Pennnase. Oh, dir fehlt die Aufgabe. Du musst programmieren noch. Ja, ich weiß, aber ich habe ja noch 6 Stunden Zeit. Das sollte kein Problem sein. Programmieren. Hacken. Lol. Zack. Ich glaube, ich werde es erstmal üben, bevor ich Plugins schreibe. Ja. Mit dem Hacken, nachher werde ich dann direkt eingesperrt. Da habe ich keine Lust drauf. Ob es das gibt? Ja, lass mich die Fähigkeit noch. Wir wurden auch noch nie überfallen. Ich weiß, dass ich früher immer dauernd damals überfallen damals in Sims 1 war das so oft. Oh, Level 5. Alter, du bist da kam jede Comedian. Nacht einer. So, warte mal. Du kannst jetzt eigentlich... Ja, 4 Stunden. Komm. Du musst unbedingt programmieren. Ja. Schön in Unterhose. So macht aber man. Was ihm geht's gar nicht so gut, dein Schnitzeltypi. Guck mal, was ja, da noch ist. Ja, wegen Spaß. Aber wichtiger ist jetzt erstmal, dass er das Programmieren hier fertig macht. 50% erledigt, mal gucken. Reiz die Stunde einfach aus. Also du hast eine Stunde Zeit, 75? Bis zur Arbeit zu gehen. Ja, warte. 75? Komm schon. Schneller, bitte. 1 Stunde noch. Oh. Do it. Und? Jetzt abgeschlossen? Ja. Jetzt sofort Spiel spielen, Bordspaß spielen. Ich muss auch zur Arbeit, mir geht's nicht so gut. Irgendwas fehlt mir. Guck mal eben. Auch Spaß! Oh, ich muss essen, warte. Oh Gott. Du musst... Drück mal bitte kurz essen. Was? Bevor du das machst. Ach im so. Inventar. Zweimal auf Plasma. Trinken. Genau, und dann, arbeiten. Ich mach das hier dann mal weg. Ja, mach weg, genau. Okay. Slurp was? Hä? Was? Hat es ärztlich genommen, oder? Doch, Durst ist klasse. Oh Gott, mein Spaß. Dann lass ihn einfach Video. Ja. Nee, aber ich dachte, du musst zur Arbeit. Nee, noch nicht. Noch eine Stunde. Okay. Ah, jetzt. Okay, perfekt. So, warte, jetzt Pidizzle. Oh, die Blase, die drückt. Oh ja, auch. Die geht's aber auch nicht gut. Ja, ich würde ihn echt jetzt auf Toilette schicken. Und dann musst du, glaube ich, wieder auf ihn drücken. Zack. Auf deinen Char. Und ja, zur Arbeit gehen, genau. Perfekt. Oh, der Putzmann. Pidizzle, du musst dir nicht die Hände waschen. Ist egal. Das stört perfekt. Die anderen nicht. Alle sind auf der Arbeit. Ja, und um 15 Uhr komme ich schon wieder. Du bist gesund. Ja. Dir geht's wieder gut. Da bin ich. Oh, klasse. $175, ey. 175, Alter. Du bist richtig. Dann schick mich mal bitte zur Aufgabe. Rein. Genau. Ein Tagebuch. Nee. Weg damit. So eine Scheiße macht keiner. Hast du früher Tagebuch geschrieben? Nee, leider nicht. Ich kurz. Wenn ich rückwirkend ziemlich interessant. Ja. Was heißt kurz? Ja, nur so über ein paar Monate. Aber da war ich auch noch wesentlich jünger. Du musst irgendwann am Vampir-Training teilnehmen. Du müsstest den Typen einladen. Und Followern Witze erzählen. Ja, das geht super schnell.
Ja, das geht ja super schnell. Zack. Witze mit Followern teilen. Okidoki. Mann, wie ich jetzt immer so rumlaufe, kannst du mich nicht mal umziehen? Nein, so ist klasse. Du siehst so ein bisschen so aus wie ein Trucker. Das war nicht in Ordnung. Vampir? Ja, genau. Dunkle Form verstecken. Okay, ausnahmsweise. Oh, Pidizzle ist wieder da. Oh, ich hab Follower bekommen, oder? Nee, tut mir leid, Och Clara. Oh Gott, Clara. Nee, die will auch keine. Die kannst du haben. Achso, das war für dich. Ja, das war für mich. Aber ich finde Jade besser. Oh, ich muss unbedingt... Ja, du musst schlafen. Ja, schlafen ist wesentlich wichtiger als jetzt ein bisschen Spaß. Ich mach gar nichts mehr. Was, ja, was warte mal. Tut er denn da? Du wirst einfach jemanden einladen. Ja, hol doch den Typi. Damit einladen. Ich mit dem trainieren kann. Oh, guck dir die an. Die wäre doch was aber für die, dich. Das ist kein Vampir, glaube ich. Sieht so aus, aber ich denke mal nicht. Willst du wieder mit dem? Der da unten ist halt, genau, das ist ein Vampirmeister. Ja, du willst doch nicht mit beide, dem. Oh Gott. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mit dem eher kuscheln willst. Weil ich letztens kokett war, oder was? Ja. Guck mal, du bist schon wieder verspielt. Ja, ich bin ein lustiger Typ. Internet-Spaßvogel. Oh, er ist da. Verrückt anfunkeln. Verrückt anfunkeln. Er macht den direkt an. Hi. Guten Tag. Oh. ja, der Klassiker. Ach, Classical Manual, Alter. Ja, und frag ihn mal, vielleicht bringt er mir das jetzt bei. Ach so, wegen diesem Training. Wegen dem Training. Erstmal mehr Vampir Auswahl. Da sein, vielleicht. Vampir? Ja, um ja, Vampir-Training bitten. Oh, du hast 400 Dollar mitgebracht. Oh, Meilenstein. Meilenstein. Dunkle Geburtsrechte. Meister Vampir abgeschlossen. Alter. Hör mal auf das Vampir-Ding, genau. Oh, warte. Oh, Level 7? Obervampir werden, 2 von 3. Ach, weil er mir das beibringt gerade. Alter. 3 Vampire im Kampf besiegen. Was ist das denn alles? Krass. Hä, aber gibt's so viele hier bei uns? Nee. Vielleicht muss ich mal seine Freunde anzapfen. Pidizzle schläft. Aber was mal, trainieren wir immer noch? Ich weiß ist es nicht. Ist das Training? Guck mal unten links. Was macht er denn? Ihr macht gerade... Ja, ja, genau. Dann lass das ruhig mal. Vielleicht werde ich ja Meister. Genau, jetzt ist 2 von 3. Oder war das gerade auch nee, schon? Nee, das war die ganze Zeit 2 von 3. Ihr seid aber immer noch... Ah nee, jetzt plaudern wir. Oh, dann fragen wir einfach nochmal. Oh, die ganze Nacht? Ein Ach, 24 Stunden wach sein. Ach so, ja okay, weil dein Typ wird ja auch so gut wie nie müde. Ja. Ich habe ja gar keinen Müdigkeitsbalken. Ja okay, deine Energie so ein bisschen. Ui. Vampirkampf! Nee, ich schaffe es nicht. Doch, heute wirst du es schaffen. Oh nein. Du wirst ihn fertig machen. Oh nein. Mach ihn fertig, Manuel! Er ist doch ein Meister. Aber du... Oh Gott, du wirst wieder verprügelt. Schade! Ja, guck sie an! Hä? Ja, oh, nee, warte! Da? Oh! Oh! Oh, ja, du? Ja. Oh, nee, da kassierst nee, du nee. Jetzt? Ja, ich bin wieder im Dreck. Schade. Aber ich glaube, das gibt ja auch so ein bisschen... Du musst ihn fragen. Street du musst Credits. Ihn einfach fragen. Das kann sein, ja. Über alte Vampire-Tratsch. Oh, vielleicht bekomme ich dann Ich glaube, du brauchst auch noch ein paar mehr Bücher. Ja, aber wie bekomme ich die, ist die Frage. Die konntest du doch kaufen. Ich glaube, du kannst wieder die nächsten kaufen. Ja, guck mal nach, guck mal im Shop oben, beim Laptop. Sollte seine Forschung... Nee, du musst... Ach, du musst da forschen. Tschüss, Caleb. Ja, scheiß auf den, genau. Warte, so wegkommst. Was ist mit dir? Gibt's dich noch? Ja, ich schlaf halt. Oh Gott. Warte mal, wie spät haben wir das? 22 Jahre. Oh, ich bin fertig. Nee, er macht aber weiter. Nee, nochmal lesen bringt echt nichts. Das ist... Woher weißt du das? Er muss aber weiter forschen. Weil es Sinn macht. Das steht ja auch nochmal lesen. Was gibt's denn diesmal Leckeres? Oh nein. Rührei mit Speck. Nee, diesmal gibt es... Nimm doch das Schwierigste. Pfannkuchen. Oh, da Buntbarsch aus der Pfanne. Alter, das ist eine geile Sache. Oh. Ah, mein Balken ist auch weiter vollgegangen. Das sieht lecker aus. Sehr gut. Die ist hier unten, der Balken. Ja. Das machst du damit. So, warte mal. Jetzt muss ich danach unbedingt mal auf die Toilette. Und dann... Das wird vor allem Spaß haben, ne? Oh, warte, wie sieht's mit meiner Aufgabe? Oh, ich habe wieder noch nicht mit dem Programmieren begonnen. Wann werde ich denn endlich mal ein geiler E-Sportler? Hä? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Pidizzle, die wir allerdings am heutigen Tag nicht mehr beantworten können. Denn, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge von Sims 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Morgen geht's bei dem guten alten Manuel weiter. Ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.